Aber warum ich jetzt schon drei Konzepte habe, das ist auch eine gute Frage. Die kann ich dir leider auch nicht beantworten. War halt ein Fehler, aber ich kann das halt nicht rückgängig machen. In Bezug auf meinen. Wieso immer Lohn hier? Ricardo und Rio. Es ist. Nee. Ich meine, ich gebe euch mehr Lohn, aber ich find's doof. Leo möchte mehr Lohn. Wie wär's mit 15? Nein? Also, ich wollte gerade sagen, sei mal nicht frech hier. Leo und Ricardo. So viel? So viel? Okay, gut. Und dafür arbeitest du vielleicht auch nur noch die Hälfte, dafür, dass du jetzt so viel Lohn bekommst. Ist das dir? Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Viele, viele Bewerber, von denen wir alle restlos auch einstellen werden. Ein Lohn von 9 finde ich ist okay. Auch wenn die Fähigkeiten halt nicht so gut sind. Aber das ist egal. Ja, komm, du bist auch ja. Alter, Ricardo hat eben gesagt, er hat sich darüber gefreut. Aber ich brauche halt jede Mitarbeiterkraft, die jetzt gerade zur Verfügung ist, so gut ich kann. Ich glaube, ich habe damals das dritte Konzept einfach gegründet, weil ich dachte, ja, ich will Technik haben. Ich möchte das Technikkonzept ausprobieren und irgendwie, ja, war ein bisschen blöd. Dadurch geht mein HQ gerade auch, also meine Manager im HQ gehen halt gerade flöten, weil ich kann sie mir nicht leisten, weil mein Unternehmen noch nicht genug Umsatz für die macht, für die Fähigkeiten, die sie von mir abverlangen, weil es auch einfach zu viele sind und ist mir einfach auch egal. Dann hat mein HQ halt erstmal keine Manager. Was soll ich machen? Und dann habe ich den zweiten Fehler gemacht. Ich habe viel zu früh den Lieferanten gewechselt. Den hätte ich jetzt erst wechseln müssen, wenn der neue, wenn mein neuester Laden läuft. Aber das bringt halt auch nicht so viel. Ich habe halt so ein paar Managementfehler habe ich gemacht in meinem kleinen wunderbaren Stuff hier. Aber ich kann es nicht ändern, ne? Jetzt mal. Du bist jetzt hier nicht die Einzige, die ich nicht bekomme, oder? Ich wollte gerade sagen, ja, hallo. Akzeptiert doch meinen Lohn. So. Dann wollen wir mal gucken. Nicht zugeordnet. Jasper, was kannst du? Artikelhandhabung. So, was brauche ich in der Artikelhandhabung für Leute? Alle Leute, das ist ja mal super schön. Dann, kannst du auch wunderbar direkt einsteigen? Nee, bis 10 darfst du nur arbeiten. Dann darfst du die Pause machen. Du machst den ganzen Tag Auffüller. Und du bist diese wunderschönen Tage hier. Nächster. Ja. Verkäufer. Hier hat schon mal jemand einen freien Tag. Das heißt, das System heißt schon hier. Nö, ist es, das System ist ja auch noch nicht angekommen. Mann, 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 Mann. Wofür habe ich das denn letztes Mal eingeführt, das System? Hat sich hier einfach keiner beworben in dem Laden? Das kann natürlich auch sein. Weil ich kann natürlich immer nur ausgleichen, beziehungsweise kann nur mein System anpassen. Wenn genug Leute sich bewerben, wenn sich natürlich niemand bewirbt, kann ich natürlich auch kann ich auch niemanden entlasten, ne? War jetzt richtig, ne? 4 und das war auch richtig. Einmal nachkontrollieren. So, next one, please. Ah, ganz definitiv Artikelhandhabung. Da habe ich gerade den von 2, dann machen wir als nächstes dich hier. Du darfst auch nicht mehr so viel kommen. Beziehungsweise muss nicht mehr so viel kommen.
darfst natürlich gratis in meinen Laden reinkommen und gerne arbeiten, wenn du das unbedingt möchtest. Aber ich mache mir keine Illusionen, ich kann verstehen, dass das vielleicht nicht unbedingt so der Traum eines jeden ist, gratis zu arbeiten. Einfach mal so. Mittwoch. Ja. Ja. Wieder zurück auf Mittwoch gehen. Passt. Lilly, was kannst du? Ja. Begrüßer, finde ich. Habe ich schon einen Begrüßer entlastet? Nein. Sehr, sehr schön. Dann entlasse ich dich einfach. Obwohl das eigentlich nicht smart war, was ich jetzt getan habe. Ich hätte einfach jemanden entlasten sollen, der gerade nicht da ist. Dann hätte ich direkt Ersatz gehabt. Damit lebe ich jetzt aber. Das ändere ich jetzt mal nicht. Das ist schon okay. Und wir machen. Gott, habe ich jetzt das richtig rum gemacht? Oder das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Sache. Ne? Habe ich jetzt beide so eingestellt? Habe ich nicht gut. So, und die nächste. Next one, please. Die Artikelhandhabung hat aber gerade Glück, Mann, 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 Mann. Von 4 bis 12. Du hast auch Glück. Denn hier haben wir auch den nächsten schon eingestellt. Jetzt habe ich aber natürlich nicht aufgepasst, wo ich die Haken weggemacht habe. Ich glaube so. Ich glaube nicht so. Ich glaube, ich habe beide jetzt gleich, ne? Nee, so kann es irgendwie nicht sein. So. Dann hast du nämlich einen freien Tag als nächstes. Genau. Und dann arbeitest du nämlich so. Und du. So. Perfekt. Einer ist noch hier, ne? Nee, beziehungsweise eine ist noch hier. Sicherheit. Ganz klar. Guck mal, Lukas, hast du Glück? Dann kannst du nämlich auch ein bisschen entspannter arbeiten hier. Du beendest deine Arbeit jeweils um 10, machst eine Pause um 6 und Lukas hat den anderen Rhythmus erwischt. Das heißt, du machst den ganzen Tag so die Sicherheit und hast damit gleich als allerersten Tag einen freien Tag. Kann ja auch irgendwie nicht sein, ne? Aber ist jetzt halt so. So funktioniert es halt, wenn man ein neues Lohnsystem einstellen. Mann, Mann, Mann. So, let's go. Damenbekleidung. Schuhe. Essig. Fangen wir mal unten an, würde ich sagen, ja? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ich habe irgendeinen Schuh gar nicht. Nee, habe ich nicht, okay. 9 und
welche sind denn teuer? Welche sind schön teuer? Welche kann man gut verkaufen? Ja, 10. Machen wir es ruhig so. Haben wir 10 Stück. Nächste Kategorie. Auch hiervon brauche ich 10 neue Schuhe. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Einen wunderschönen guten Morgen, Wadli. Na, alles gut bei dir? Na, prüfst du erstmal deine Akte wie sonst auch? Hier, guck mal. Die imperialen Credits sammeln sich langsam wieder. Da kamst du ja auch mal richtig gut voran. Und du hast mir schon 435 Stunden zugeguckt. Oh mein Gott, Wadli, ich danke dir viel, vielmals für diese ganze Zeit. Danke. Einfach danke. Eins. Zwei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und die Stiefel auch noch. Ich bin todmüde. Hast du heute Nacht nicht gut geschlafen? Eins, zwei, drei, vier. Habe ich hiervon schon welche? Nö. 5. 6. 7. 8, da habe ich den grünen und den schwarzen. Nehmen wir noch den weißen und den roten. So, jetzt ist die Frage. Wie gut passt es? Es passt perfekt. Lassen wir so stehen. Ist okay. Danke für den Tag in danke für den Tag in eurem Laden. Nein, wurde nur angerufen und deshalb war ich wach. Oh nein, das ist ja mal richtig ärgerlich. War es was Wichtiges? Obwohl, das macht es auch nicht besser eigentlich, ne? Wie Konzern in finanzieller Gefahr? Das kann doch gar nicht sein. Nur weil ich jetzt mal hier ein bisschen Mindestlager erhöhe von Läden. Wie viel fehlt dem Konzern denn? Geld überweisen. So, andersrum. Jetzt ist Konzern erstmal nicht mehr in finanzieller Gefahr. So. Nächster Tag hier.
Boah, es funktioniert richtig gut gerade. Ich bin zufrieden. Wir kommen zwar mit dem anderen Laden nicht gut voran, aber wir kommen mit dem Konzern gut voran. Hätte ich gar nicht so gedacht. Aber ich nehme es. Der Laden ist von den Artikeln her fertig. Das ist sehr gut. Und mit sehr gut meine ich wirklich sehr, sehr gut. Dann gehe ich hier an die Kasse, mach mal die Kasse auf. Und dann geht's weiter hier. Nee, ich habe noch Pizza. Ich brauche heute kein Mittagessen, Frühstück. Sonst wäre ich wieder. Okay. Dann. Ja, okay. Dann Gutbesserung deiner Mutter. Auch wenn ich glaube, dass du das anders meinst, aber toi 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 wird schon, hoffentlich. Irgendwie. Oder ist es einfach persönlich? Das kann so alles bedeuten. Oh Mann. Aber kein Frühstück, kein Mittagessen ist natürlich auch happig, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei ist Essen doch wichtig und richtig. Ja, okay. Dann gute Besserung. So. Leute, wie war's mit hier jetzt so Sachen kaufen, ja? Also, könnt ihr ruhig mal machen hier in meinem Laden. Thank you. Da werde ich euch nicht den Kopf für abreißen. Wenn ihr hier ein paar schöne Sachen kauft. Meinen Mitarbeitern geht es, soweit ich das sehen kann, auch gut. Das finde ich persönlich super wichtig, weil ich dann nämlich einfach welche entlassen kann, ohne dass ich Angst haben muss, dass irgendwer kündigt. Und das Zeitmodell möchte ich definitiv auch durchsetzen. Also, das werde ich auch durchsetzen. Weil da bin ich ja auch gerade schon bei. Ja, nur 12.000 in diesem Laden ist aber ein bisschen wenig, muss ich offen sagen. Eigentlich nicht. Nicht a little help. Hi. Ja, der Laden läuft super. Ich weiß gar nicht, was ich hier mich beschwere. Seitdem wir das Lager vergrößert haben und die Ware in den Laden gebracht haben, läuft der Laden doch perfekt. Darüber will ich mich gar nicht beschweren. Will ich auch gar nicht. Ist doch super. Viel besser kann der Laden noch gar nicht laufen. Wenn wir jetzt noch das Entlastungspaket in den Laden reinbringen mit den Mitarbeitern, dass die ein bisschen entspannter auch wieder arbeiten noch, dann ist das super. Dann weiß ich gar nicht, das brauchen sie sich nicht beschweren. Oh Mann. So, wir haben gerade genug Kassen offen. Da kann ich einmal kurz hier was nachgucken. Mindestlager, Herrenbekleidung, Hosen, kurze Hosen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 2, 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22.
22, 24, 25, 26, 27, 39, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47. Hä? 1, 2, das passt nicht. 47 habe ich mich verzählt, aber es sind, glaube ich, einfach alle. Es müssten ja eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mal 4 sind 44 und 2 sind 46. Ja, bin ich mit 47 nah dran gewesen, ne? Habe ich mir um einen verzählt, habe ich einen doppelt gezählt. Also kann ich davon einfach alle bestellen. Das ist nämlich auch mal gut zu wissen. Da muss man dann nämlich nicht auf irgendeine Auswahl achten. Ach, wenn ich schon wach bin, gönne ich mir eine neue Dose Red Bull und gönne mir dann irgendwelche. Okay, ja. Okay, ich akzeptiere das. Guten Durst. Kurze Hosen hängen da auf einem Ding und auf den Runden. Das muss ich mir auch mal merken. Ja, so. ich würde behaupten, einmal kann das auch reichen, ja, aber ich würde davon abraten, das auf ewig zu machen. Aber ja, mal kann das durchaus reichen, Tatsache, auch wenn es nicht gut ist eigentlich. Ich meine, ich habe das damals auch schon gemacht. Ich laufe auch noch rum, also alles super. Und spätestens nächste Woche, Samstag auf Sonntag, werde ich mich sowieso von Energies ernähren. Wahrscheinlich auch, beziehungsweise werde ich wahrscheinlich auch auf vieles verzichten. Dann muss ich selber noch gucken, wie ich das mit Essen überhaupt mache. Ob ich mir dann einfach Essen bestelle oder ob ich, ja, wahrscheinlich bestelle ich mir einfach Essen dann den Tag über. Ich denke, das ist das Einfachste. Irgendwie muss ich ja machen, irgendwie muss ich ja was essen an dem Tag auch. Ich kann ja nicht 24 Stunden wach sein und dann einfach nichts essen. Also, vielleicht eine schöne Theorie, aber klappt ja nicht. Da müssen wir mal gucken. 6 E-Mails, fühlt sich krank, ich kündige. Na! Okay. Das gefällt mir nicht. Dann wirst du jetzt Manager von dem Laden. Was soll ich machen? Irgendjemand muss den Laden machen hier. Ja. 50 willst du haben. Ja, da musst du jetzt aber hier mit den Prozenten runtergehen, das sag ich dir aber. Ha! So verhandle ich nicht mit dir, mein Lieber. Ja, was soll ich denn machen? Warum hat Eileen denn gekündigt? Das war doch von ihr der Laden. Jetzt muss ich hier mich mit ihm hier rumschlagen, bis ich mich mit ihm auf ein Gehalt geeinigt habe. Oh mein Gott, das ist ja richtig furchtbar. Ja.
das nichts. Wir müssen auf ungefähr 15% kommen, sonst kann ich dir den Laden nicht anvertrauen, mein Lieber. Next try. Alle guten Dinge sind ganz viele. Vielleicht hätte ich die 16% eben einfach nehmen sollen. Ungefähr 50 willst du, ne? Hier hast du deinen Laden. Was soll ich machen, er? Irgendein Manager braucht der Laden. Leider hat die alte Managerin hat ja leider gekündigt gerade. Ist ein bisschen doof, aber was soll ich machen? Jetzt läuft der Laden halt safe wieder nicht. Ausgerechnet der Laden, der immer gut gelaufen ist, ne? Ausgerechnet der läuft jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Echt, ich mach mich fertig hier. Wir müssen da erstmal rausfinden, als was Aldin gearbeitet hat. Glaube, Aldin war Sicherheit, ich bin mir nicht sicher. Oder Verkäuferin? Aber sie hätte einfach nur was sagen müssen, hätte sie ja auch mehr Lohn bekommen und so. Ich weiß nicht, warum sie einfach kündigt. So, als was hat Eileen gearbeitet? Sicherheit? Sicherheit. Und zwar habe ich Eileen nicht entlastet? Nee, Tatsache nicht. Von 13 bis 19 Uhr. Okay. Sicherheit. Doch, ich habe Aileen doch entlastet gehabt sogar noch. Warum ist denn die jetzt weggegangen? Naja, was soll ich machen, ne? Den ganzen Tag einmal Sicherheit, bitte. Und ich muss einmal gucken, in welches System du rutscht. Du musst nämlich arbeiten donnerstags, okay. Hoppala. Du musst arbeiten donnerstags, das heißt, Aileen hat da sogar die geile Schicht und ist gegangen. Was ist denn jetzt los?